Wenn du noch auf der Suche nach einem würzigen, mordigen Duft bist, bist du heute im Video richtig. Ich möchte dir heute nämlich den Angels Share aus dem Hause Killian vorstellen. Warum dieser Duft, obwohl er erst 2020 rausgekommen ist, so viele Herzen begeistert und mittlerweile wirklich zu einem Klassiker der Parfümeriebranche geworden ist, dazu mehr im Video. Aber erstmal hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und ich muss selber so ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, dass ich den Angels Share noch niemals vorgestellt habe. Ich habe ihn schon haufenweise erwähnt in super vielen Videos, aber ich habe ihn nie wirklich einzeln vorgestellt. Und das möchte ich heute mit dem Video mal ein bisschen nachholen. Und komme da auch so ein bisschen auf das Feedback vieler von eurer Kommentare zurück, die mich darum gebeten haben. Ich kann mir diesen Duft eigentlich auch kaum mehr wegdenken. Also obwohl dieser Duft ja erst jetzt 3 Jahre alt ist, kommt es mir eigentlich vor, als es diesen Duft schon seit 10, 15 Jahren gibt und ja einfach so ein stabiler Klassiker der Parfümeriebranche geworden ist. Man hat natürlich immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich aktuell auf dem Parfummarkt wenig bewegt, dass wenig Innovation stattfindet. Die Realität ist aber natürlich, dass aktuell super viel in Bewegung ist und super viele Trends geschaffen werden und auch wirklich viele tolle Düfte erst die letzten wenigen Jahre rausgekommen sind. Was auch ziemlich interessant zu wissen ist, ist, dass dieser Angels Share keiner ganzen Duftreihe ist, nämlich der Delicas-Reihe, die auch vor ein paar Jahren erst veröffentlicht wurde. Es gibt zum Beispiel den Roses on Ice, der soll, glaube ich, ein Tequila- oder ein Wodka-Getränk sein. Es gibt den Apple Brandy on the Rocks, offensichtlich Brandy-Duft. Bei dem Angels Share haben wir einen Duft, der sehr, sehr stark von der Whisky-Kultur inspiriert sein soll. Angels Share heißt ja der Engelsanteil, das heißt, wenn du Whiskys in Fässern lagerst, dann vaporisiert über diese 10, 20 Jahre, die das Zeug da einfach drin liegt, ein gewisser Anteil in die Luft. Und das nennt man den Engelsanteil, weil das einfach weg ist. Und das soll so ein bisschen der Engelsanteil sein, das heißt die Flüssigkeit, die weggeflogen ist, in Anführungszeichen, so das Beste, das, was irgendwie sich in der Luft verflüchtigt hat, was man nicht fassen kann, so ein bisschen die Idee dahinter. Angefangen bei dem Flakon muss man sagen, dass wir hier eins der kunstvollen und schönsten Flakons haben, das man auf dem Parfummarkt so finden kann. Ich hatte so ein paar Vorteile über dieses Flakon, die ich jetzt mal direkt debunken möchte. Das erste ist, oben diese Cap, die ist tatsächlich aus Plastik, die ist nicht aus Glas, das hört man hier auch so ein bisschen, ne? Also es sieht so ein bisschen so aus, als ob das, ich sag mal, Flasch übergeht und ob das alles Glas ist. Ist es aber leider nicht. Das ist leider Plastik. Ist auch ganz gut, kann man fallen lassen, passiert nichts. Darüber hinaus, und das ist so ein bisschen, als ich diese Düfte zum ersten Mal in der Hand hatte, diese Flakons sind winzig. Ich weiß, auf YouTube sieht das nicht ganz so aus, aber wenn du diese Flakons in der Hand hast, denkst du dir, ui, das ist aber wirklich klein. Und auch wenn du vor so einem Counter von Killian stehst und da alle Düfte stehen, die passen wirklich so. Also das ist wirklich, wirklich wenig Platz. Das sind irgendwie ein paar Zentimeter, wo die alle draufstehen, weil es einfach solch geringe kleine Flakons sind. Wie gesagt, vor der Kamera sehen sie größer aus, aber die sind wirklich winzig. Das ist so ein bisschen mit dem Brandenburger Tor. Wenn man das erste Mal davor steht, denkt man so, ui, ja schön, aber ein bisschen klein. Das ist mit dem Flakon hier ebenfalls so. Ja, weitermachen möchte ich natürlich mit dem Kernstück des Duftes. Das ist nämlich die Duft-DNA und natürlich auch, wie der Duft so riecht. Ich fange einfach mal an und erzähle dir jetzt einfach mal so, wie das Opening ist und natürlich auch den Duftverlauf in den einzelnen Schritten. Und es gibt kaum ein Opening von einem gemordigen, süßen Duft, der so toll ist wie von dem Angels Share. Was ich hier am Anfang sofort rieche, ist die Kombination aus Vanille und Zimt. Wir haben ja noch ganz viele Duftnoten mit drin, von Praline, Tonkabohne, wobei das ist ja Vanille, Haselnuss, Eichenholz und irgendwie Cognac. Ich bin ganz ehrlich mit dir, ich rieche hier eigentlich keinen Alkoholaspekt wirklich raus. Im ganzen Duftverlauf, man könnte... ja, so ein bisschen bitter und so ein bisschen, ne, aber ich finde, das ist kein typischer Alkoholduft. Das ist für mich vielmehr ein gemordiger, süßer, würziger Duft. Was dazu auch noch kommt, und das ist gar nicht in der Duftpyramide erwähnt, das ist nämlich eine sehr, sehr süße Fruchtnote. Ich würde sagen, das geht in so eine Mandarin-Orangennote, die zusammen mit diesem Zimt in der Kopfnote wirkt. Ich würde sagen, es ist eher nicht so bergamottig frisch, sondern eher so fruchtig, süßlich. Und zusammen eben mit diesem Zimt und der Vanille in der Basis ist es für mich eines der schönsten Openings, die ein Parfum überhaupt nur haben kann. Dazu merkt man eigentlich auch ziemlich schnell, wie potent dieser Duft innen ist. Verstehe mich da nicht falsch, er ist jetzt kein dichter, intensiver Duft, er ist eher leicht und frisch. Aber er hat so ein bisschen dasselbe Phänomen wie der Baccarat Rouge, der ist ja auch eher leicht und frisch und nicht so fassbar, aber strömt dafür sofort in den Raum und nimmt diesen ganzen Raum ein. Und das ist auch so ein bisschen gerade hier das Phänomen. Ich habe den nur zweimal auf die Haut gesprüht, aber trotzdem, wenn ich hier auch so ein bisschen weggehe, ich rieche diesen Duft einfach in der Luft und das ist das, was dieser Angels hier auch sofort schafft. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Magie dahinter, warum er eben so einen hohen Komplimentfaktor hat. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Nämlich, er schafft es einfach, den Raum so leicht zu fluten und so eine schöne, ich sag mal, weihnachtliche, gourmandige Stimmung in deinem Umfeld zu schaffen. Aber ehrlicherweise muss man hier auch sagen, dass die Kopfnote nicht überkomplex ist und tatsächlich eben diese Mandarinen-, Orangen-, Zimt-Vanille-Kombination eigentlich schon der größte Teil ist, der am Anfang passiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Angels Share am Anfang sonderlich viel tiefer
Tiefe hat, sondern eben einfach durch seinen Komplimentfaktor und durch eben sein, ja, ich sag mal, diese tolle Kopfnote einfach fasziniert. Das Ganze dreht sich dann so ein bisschen im Tridown. Im Tridown kommen dann so ein paar Komponenten dazu, die am Anfang eben durch diese starke, frische Kopfnote überdeckt werden. Denn wenn der Duft erstmal eine halbe, eine Stunde, zwei Stunden auf der Haut liegen, merkt man auf einmal, dass diese frisch mandarinig-orangige Kopfnote so ein bisschen wegzieht und die Zimt, Vanille und dann eben auch diese pralinigen, süßen und leicht auch holzigen Aspekte auf einmal anfangen zu wirken und das Ganze dann auf einmal zu so einem schönen, weichen Gourmand-Duft wird. Wie gesagt, am Anfang auch ein toller Duft, aber ich finde diese zwei Seiten des Angel's Share eigentlich ziemlich interessant. Von dem frischen, gebäckigen, würde man schon fast sagen, mandarinigen Duft eben hin zu diesem zimtig, tiefen, gourmandigen, würzigen Duft, wo man dann sagen muss, obwohl der Duft am Anfang eben nicht so viel Komplexität hat, bekommt er dann am Ende nochmal viel mehr dazu, was für mich diesen Duftverlauf eigentlich super, super spannend macht und auch so ein bisschen immer drauf warten lässt, okay, jetzt nimmt die Mandarine ein bisschen oder die Orange oder die Fruchtigkeit ein bisschen ab, okay, der Zimt, der kommt jetzt ein bisschen mehr und guck mal jetzt die Praline, dieses Süße kommt ein bisschen raus und gerade dann auch am Ende, Richtung Ende, bekommt man dann noch so ein bisschen so was Holziges, ein bisschen was Tiefes mit raus. Das sind dann so Aspekte, die man erst im Duftverlauf da rausbekommt und diesen Duft einfach eigentlich noch viel spannender und viel charmanter machen. Was im Duftverlauf mir dann aber auch immer wieder aufgefallen ist, ist, dass sich diese Kombination aus der Vanille und eben aus dieser pralinen-süßen Kombination mit dem Zimt irgendwann in so eine Art Rosinennote verwandelt. Ich kann das gar nicht so fassen, ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie eine Duftnote ist, die man imitieren wollte, aber ich finde, das hat am Ende so ein Rosinen, ja, Apfelschule ist vielleicht falsch. Na, wobei, also ich finde, es riecht eher immer noch nach Orange, so orangig als apfelig, aber es ist halt sowieso ein Fruchtmatsch am Ende irgendwo. So gebäckig, rosinig irgendwo im Duftverlauf und das finde ich ziemlich, ziemlich spannend. Und ich finde das auch so ein bisschen die Magie des Duftes, dass das ja bei einigen irgendwie nach Apfelstrudel riecht, bei mir jetzt eben eher nach so einer orangigen Zimtbombe irgendwie zusammen eben mit dieser Vanille in der Basis. Ja, also ziemlich spannend, was dieser Duft am Ende auslöst und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Aufforderung im Duftverlauf an dich, falls du diesen Duft mal irgendwann in die Hände bekommst, falls es auch dein Favorit ist, ja, sich da einfach mal ein bisschen drin zu verlieren. Ich liebe es ja persönlich, mir einfach einen Duft zu nehmen, den aufzusprühen und einfach mal zu genießen, zu schauen, welche Duftnoten rieche ich da eigentlich, was kommt dabei raus und wie nehme ich den eigentlich wahr, wie nehmen andere den wahr und verstehe ich, warum andere das wahrnehmen. Das finde ich total interessant und das ist bei diesem Duft auf jeden Fall auch der Fall. Du kannst dich in diesem Duft total verlieren, weil dieser Duft einfach so viele Facetten im Duftverlauf hat, die da irgendwie mitspielen und das finde ich super, super interessant. Und deswegen ist auch, glaube ich, der Angel's Share einer der beliebtesten Düfte im, ich sag mal, Herbst-, Gourmand-, Wintersegment, die es so auf dem Markt gibt und nicht ohne Grund auch einer der meist nachgefragtesten Düfte von euch jetzt im Herbst und Winter. Haltbarkeit und Zier, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, möchte ich jetzt mal erwähnen. Bei diesem Duft ist ziemlich spannend, dass die Haltbarkeit ziemlich gut ist, die Zier aber noch umso besser. Ich finde, der Duft, der hält sowieso eigentlich den ganzen Tag. Du musst dir hier nicht Sorgen machen, dass er irgendwann weg ist. Das ist das Schöne. Er ist jetzt aber kein Beast-Mode-Duft, der in dem Sinne irgendwie so ein bisschen wie so ein Herbapura zum Beispiel eben so sehr, sehr aufdringlich dicht ist oder wie auch viele Düfte von Parfums de Mali oder sowas, die so dicht, erdrückend sind irgendwie, was auch schön sein kann, sondern er ist eher leicht, Baccarat Rouge-artig, so ein bisschen in der Machart von zum Beispiel Francis Kurdijan, der ist jetzt nicht von Francis Kurdijan, aber so ein bisschen in der Machart, wie er seine Düfte macht, also raumeinnehmend, leicht, schön zart und einfach, er hinterlässt einfach eine Duftwolke, wo Menschen dann am Ende wirklich fragen, was riecht denn hier eigentlich so schön? Und ich glaube, das ist wirklich die Magie, dass er niemanden erdrückt, aber jeden so ein bisschen verzaubert. Haltbarkeit, Intensität, musst du dir ja wirklich keine Sorgen machen. Jetzt möchte ich aber mal zu meiner Bewertung übergehen, was ich von diesem Duft halte, für wen ich ihn empfehlen kann, für wen der geeignet ist und natürlich auch, was eigentlich hinter der Magie von diesem Duft steckt. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist ein Duft, der wie kein anderer ein Unisex-Duft ist, der begeistert wirklich jeden. Und das ist wirklich, ich glaube, auch so die Magie dahinter, wie ich es ja gerade eben schon angeteasert habe. Das ist ein Duft, bei dem wird sich jeder umdrehen und jeder fragen, was trägst du denn da Geiles für einen Duft? Weil er ist einfach elegant, er ist hochwertig, er ist subtil genug, dass er nicht aufdringlich ist, er ist kein so Fishing for Compliments Duft, sondern er ist schon noch zurückhaltend genug, ne? Aber er hat so die gewisse Magie irgendwie, diese gewisse Finesse und ich muss wirklich sagen, das macht diesen Duft für mich einfach einzigartig. Und ich glaube, während der ganzen Rezension hat man auch meine Faszination für diesen Duft gehört, dass ich glaube, dass der Duft einfach wirklich jeden Cent wert ist, den er kostet. Das Schöne ist, wie gesagt, man muss nicht allzu viel von dem Duft aufsprühen. Ich glaube, dass du die große Empfehlung, die ich da machen kann, das geht natürlich auch so ein bisschen in die Frage über, wie gefällt dir der Duft eigentlich? Schreib das mal gerne alles in die Kommentare, dass ich mal eine Impression bekomme, was vielleicht auch Alternativen für den Angel's Share sind oder wie du den Angel's Share gefunden hast. Danke dir fürs Zuschauen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.